Willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Schwarz 3. Schwarz 2. Ja, ich habe gerade hier unseren Vollmsklaven gefangen. Der Vollmsklave 3. 3, warum? Wir hatten doch bisher nur einen. Ja, ich hatte noch einen zweiten gefangen, ein Ohrdoch. Aber ich habe den Part angefangen und musste feststellen, dass ich mich da falsch informiert habe und der gar nicht stärker konnte. Ja, und es ging ja uns eigentlich um Stärke. Jetzt haben wir hier einerseits Zerschneider, welches unser Vollmsklave 3 auch erlernen kann. Bedeutet, unser normaler Vollmsklave, den könnten wir dann auch rausnehmen erstmal. Bedeutet, da kommt zum Beispiel erstmal Konter weg. Ist mir eigentlich egal, wie gesagt, das Garaborn ist einfach nur ein Vollmsklave. Dann kommt hier erstmal noch Stärke mit rein. So, des Weiteren, kleine Information für euch, wurden René und Jonas sind beide um ein Level angestiegen offscreen, weil jeweils ein Kämpfer oder ein Trainer wieder erweckt wurde und wieder kämpfen wollte. Das scheint hier öfter zu sein, daher tut es mir leid, ich musste dann halt dementsprechend dann den besiegen. Und ich habe dann René bzw. Jonas eingewechselt und die waren halt kurz vom Level ab, da konnte ich dann auch nichts mehr machen. Ja, gut, jetzt ist allerdings auch Jonas geschwächt durch den Kampf eben, den ihr nicht mitbekommen habt, gegen das Garaborn. Da werde ich auch nochmal kurz einen Supertrank einsetzen. Dass Jonas da wieder bei Power ist. Ja, noch einen normalen Trank ruhig hinterher. Jo! Wir wollten da rechts neben uns, da ist ja auch noch so ein Stärkestein. Da wollten wir nämlich hin. Hier waren wir. Warte, ich gehe auch mal wieder vom Fahrrad ab. So, des Weiteren möchte ich auch hier in diesem Let's Play natürlich auch Kommentare beantworten, die ihr mir geschrieben habt. Jetzt ist inzwischen das Let's Play, der erste Part draußen. Und der erste Part kam schon mal richtig gut bei euch an. Zum Beispiel hat hier Luke geschrieben, dass er zufällig auch ein Pokémon Schwarz Let's Play angefangen hat. Und dann des Weiteren hat der Finn geschrieben, dass Schwarz seine Lieblingsedition nach Gold war, dass er es gelebt hat und Serpifeu hat er auch genommen. Und außerdem hat er mir geschrieben, dass ich mir eigentlich auf jeden Fall einen Rabigator ins Team nehmen soll. Das ist hier von dem, was wir hier getroffen haben, glaube ich, die Weiterentwicklung, genau, von hier. Ist ein Boden- und Licht-Pokémon? An sich so interessant, aber leider nehme ich das, suchte ich das einfach zu sehr, dass ich einfach zu viel im Voraus aufgenommen habe, dass ich das jetzt zu spät dementsprechend mitbekommen habe. Jetzt ist inzwischen schon Michelle im Team. Bedeutet, noch ein Boden-Pokémon macht jetzt keinen Sinn. Naja, tut's mir echt leid. Aber ja, gut. Ich habe einfach zu viel gesuchtet, das ist halt dementsprechend auch mein Fehler. Wusste ich zum ersten Part sowieso noch nicht, dass ich das wirklich so dolle suchten werde. Zumal den ersten Part habe ich für mich erst vor wenigen Tagen aufgenommen. So dolle suchte ich das momentan, weil es einfach so Fun macht. Und ich finde es auch, um ehrlich zu sein, ganz gut, dass ich hier auch im Voraus so ein bisschen aufnehme, falls bei mir so eine Flaute kommt, wo ich einfach keine Zeit habe. Sein Cleopatra, da muss ich zu René wechseln. Der kann dagegen mehr was machen. Ja, Finn, falls du noch mit dabei bist, bist du Tribe? Weil Tribe war ja damals in Pokémon Heart Gold mit dem Team. Er war das Togekiss. Und er hieß Finn. Jetzt frage ich mich, ist das derselbe? Weil er auch Finn heißt. Naja, wenn du derselbe bist, willkommen beim Pokémon Let's Play wieder zu. Zumal Finn von damals, Tribe, hat ja sehr, sehr viel, oder hat ja auch beim Pokémon Let's Play gesuchtet. Naja, ich könnte es mir gut vorstellen, dass er das ist. Notfalls kann ich ihn ja mal per WhatsApp anschreiben. Stimmt, das kann man ja auch mal machen. Ich habe seine WhatsApp-Nummer noch. So, hier muss irgendwas sein. Ein Mini-Pilz. Mehr nicht? Ich dachte, hier gibt es irgendwas Größeres, weil hier mit einem Stärkestein. Okay. So. Dann will ich hier auch raus. Hier haben wir schon gegen die Trainer gekämpft. Jo, die wollen auch nicht erneut kämpfen. Ich weiß gar nicht, wie weit sind wir denn jetzt eigentlich gekommen?
Moment mal. Dort ist noch ein Item versteckt, das habe ich gar nicht gesehen. Das hätte ich beinahe übersehen. Jetzt fällt es mir auch ein, das haben wir auch im letzten Part gesehen. Hier. Gegenstoß! Eine TM! Boah, hätte ich die übersehen, das wäre ärgerlich gewesen. Gerade Gegenstoß. Mag die Attacke. Die Frage ist, welcher Typ war denn das nochmal? Das war, glaube ich, Unlicht, oder? Genau. Stärke 50. Ja gut, doch nicht so stark, wie ich dachte. Aber, ja, vielleicht kann das jemand erlernen. Nico oder René? Nico hat ja so schon eine Unlichtattacke. Wir wollen mal schauen, ob die besser ist, als die Nico schon hat. Er hat Finte. Stärke 60. Da ist Finte so noch besser. Handelt das Ziel vor dem Anwender, da verdoppelt sich die Kraft der Attacke. Ja gut, das ist wiederum auch geil. Aber wir belassen es bei Finte, oder? Ja, wir belassen es hier bei. Hätte ja sein können, dass man das gut verwenden kann. Aber ich finde es trotzdem gut, dass wir jetzt die TM hier haben. Weil ich die früher oder später doch nochmal gebrauchen. Keine Ahnung. Man weiß ja nicht, was kommt. So, jetzt geht's hier rein. In dieser Richtung. Wunderbrücke. Stimmt, hatten wir ja schon mal gesehen. Die Frage ist, kommen wir dann hier auch weiter? Weil es gibt ja auch noch Route 5 zu erkunden. Bleibt mal stehen. Ich penne immer und überall meinen Schirm auf. Ich bin eben immer gut vorbereitet. So, mir fällt gerade auch ein, dass ich hier noch nicht meinen neuen Controller hier vorbereitet habe. Weil ich wegen Kommentare erstmal mein Handy auf hatte. Der Wahnsinn, ich kann mein Glück kaum fassen. Der Getränkeautobahn hat gerade eine Flasche mehr ausgespuckt. Hier, ich will dich daran teilhaben lassen. Geteilte Freude ist halt doppelte Freude. Ja, danke sehr. So, dann werde ich das hier gleich auch hier an Nintendo DS. Muss gerade nach meinem PC suchen. Aber ich finde die App immer noch so geil. Da ist mein PC. Wenn ich weiterhin so abräume, bin ich irgendwann vielleicht reich. So, mein Handy ist bereit. Jetzt kann ich hier auch laufen. Wunderbar, so easy geht das. Und da kommen wir anscheinend nicht weiter. Was? Moment mal. Ist der Aufzug etwa kaputt? Der Aufzug ist kaputt. Na toll. Jetzt geht es zurück zu Route 5. Und werden wir dann da weitermachen. Wie man sieht, ist auch abends gerade. Ich nehme das jetzt zum Abend auf. Morgen ist Feiertag. Morgen ist für mich Herrentag halt. Und daher habe ich auch morgen frei. Freitag ist so gesehen Brückentag. Bedeutet, ich habe jetzt auch ein langes Wochenende, worauf ich mich und sehr dolle Freude, weil ich auch dementsprechend halt Parts hochladen, vorbereiten, auch zum Hochladen. Ich habe das ja jetzt momentan so, dass ich weiß nicht, ob das immer noch ist, wenn ihr den Part seht, dass ja 4 Folgen in der Woche kommen, Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag. Mal sehen, ob das dann auch so weiterhin ist oder ob ich vielleicht Pokémon auch ein bisschen mehr raushole als Mario und Luigi. Hey Trainer, möchtest du vielleicht die Bären kaufen, die ich gesammelt habe? Ich habe... Heute habe ich 5 Honmel-Bären für nur 200 Poké-Dollar im Angebot. Ach, nehmen wir mal ruhig. Ich weiß nicht, was die Honmel-Bären machen. Vielleicht erklärt sie das noch. Warte, nee. Aber man kann täglich da Bären kaufen und das 200 Poké-Dollar? Ist nicht verkehrt. Was kann die Honmel-Bäre? Jagt dies eure Freundschaft, verringert aber seinen Spezialangriff. Ach, davon bin ich ja nicht begeistert. Meiste sein. So, da hinten haben wir ja ein Pokémon gefangen. Das war ja der Nico. Den haben wir ja hier gefangen. Die Frage ist, ist hier sonst noch irgendwas? Ne, hier schon mal nicht. Natürlich jetzt ein Pokémon. Aber von dem Pokémon habe ich auch genug. Ich habe übrigens Route 5 noch gar nicht vorgelesen. Habe ich ja damals gesagt, mache ich später, wenn wir wirklich auf der Route sind. Also was hier halt für Pokémon vorkommen. Daher werde ich das jetzt gleich nebenbei machen. Aber vorher will ich hier mal flüchten. So, hier ist ein alter Mann. Och, unten kann man glaube ich auch langlaufen. Gut, dann lese ich mal kurz vor, was man hier für Pokémon finden kann. Sobald ich da angekommen bin. So. Ist eigentlich... Passt identisch mit der anderen Route, soweit es aussieht. Ach, ich muss wieder hier zurück. So. Machen wir gleich beim Trainerkampf hier. Wer ist vorne? Ich glaube immer noch Jonas, also von daher.
Jo, und zwar im normalen hohen Gras kann man finden in Schwarz 2 zu 30% Mollymorber, haben wir ja erfahren. In Weiß 2 zu 30% Monocito. Und dann noch weiterhin im hohen Gras zu 30% Picochilla und zu jeweils 20% Unratütox und Cleopatra. Die setzt ein Zimbulara ein. Okay, jetzt mehr mal Rückkehr ein. Wir hätten beim Pokécenter vorbeischauen können. Ja, hätten wir. Gut, dann im dunklen Gras findet man genau dasselbe zu denselben Wahrscheinlichkeiten, daher lese ich das jetzt nicht nochmal vor. Wunschnitt. Was hat nicht so? Oh, das macht doch viel Schaden. Aber es ist jetzt Musik. So, und dann gibt es noch das raschelnde Gras. Zu 85% findet man ein Ordoch. Zu 10% ein Emolga. Und zu 5% ein Chillabell. Genau. Level 30 für Jonas Session. Also schön. Schöne Pokémon hier. Und als Schwarm findet man Natu. Natu. Geil. Auch ein cooles Pokémon. So, ich will mal den ersten Platz hier mal wechseln zu Michelle. Sie hatte jetzt nach der Arena kaum gekämpft, weil sie halt sehr hoch gelevelt war. Oh, was geht denn da ab? Da bin ich schon sehr gespannt. Superschutz, sehr schön. Ich setze hier auch erstmal nochmal einen normalen Schutz ein. Das ist hier. Schutz muss da hier oben irgendwo sein. Da. Ich habe jetzt keinen Bock, nämlich hier auf gegnerische Pokémon. So, dann kämpfen wir gegen diesen Trainer noch. Stimmt, hier gibt es noch die versteckte Lichtung. Zu der wollen wir auch noch kurz, weil da auch ein Pokémon war, wo ich gerne nochmal schauen möchte. Was war da ein Pokémon? So, hier. Ich weiß nicht, können wir gegen den was anfangen? Eigentlich nicht. Da bräuchten wir schon. Ja, gut, wir haben keine effektive Attacke. Glaube ich. Gegen Pflanze ist ja Flug und Feuer sehr effektiv. Wir haben beides nicht. Aber wir können mal zu Nico wechseln, weil ich weiß nicht, ob jetzt eine Pflanze auf Boden effektiv war. Daher lieber zu einem Pokémon wechseln, wo wir wissen, dass da die Attacken normal effektiv sind. Was? Volltreffer und sehr effektiv? Ist Knospi sowas schon vom Typ Gift? Das wäre durchaus möglich. Roselia ist auf jeden Fall vom Typ Gift. Aber mir war nicht bewusst, dass auch schon Knospi diesen Typen hat. Gut, dann nochmal Psychoschock. Egelsamen, och, dein Ernst? Gut, dann ist das ja auch hier ein leichtes Spiel. Kein Problem. Gegen Pflanzen-Pokémon haben wir halt so an sich erstmal nix. So, Amarena-Beere für Paralyse. Hier links könnte es noch was geben. Wir schauen mal kurz auf den Itemrater. Das ist falsche Taste. Da. Hier ist nichts weiter. Hier, das da unten links sieht sehr interessant aus, aber da gehen wir noch nicht hin. Bin mal hier wieder ganz nach vorne laufen. Wir hätten da auch die Treppen runterspringen können, aber ich möchte mal von vorne wieder. Hier gibt es noch ein bisschen mehr. Wenn sein bestes Pokémon mit der Lieblingsattacke den Sieg davon trägt, zaubert das bestimmt ein Lächeln ins Gesicht eines jeden Trainers. Ja, das stimmt. Oh, das ist hier ein Trainer, okay. Mal sehen, ob Nico jetzt hier irgendwas machen kann. Ein Sonnenkern. Ja, gut, gegen Sonnenkern, da habe ich jetzt halt keine Sorgen. Nee, Michelle ist vorne auch. Ich verwechsel Michelle und Nico ständig. Weil, ganz einfach, Nico wie ein Mädchen aussieht und Michelle wie ein Junge. Sorry, wenn ich das so sage. Aber ich habe mich da eher an den Typen wirklich orientiert. Also nicht an den Typen, sondern ans Geschlecht, was da angegeben ist. Ui, nicht sehr effektiv und trotzdem besiegt.
Atrebie. Da bleiben wir mal, weil sie ist auch vom Flug. Typ Flug. Deutet Steinhagel sehr effektiv. Käfer, bist du dein Ernst? So. Bis. Aber sobald sich Michelle weiterentwickelt hat, denke ich mal, habe ich nicht mehr solche Probleme. Weil das Aussehen ändert sich dann komplett. Also wer vielleicht die Entwicklungsreihe von Knackleon kennt. Ich war sehr überrascht, weil ich die Weiterentwicklung nicht mit der Vorentwicklung verbunden habe im Kopf. Weißt du was? Irgendwas? Im kalten Winter möchte ich vom Feuerpokémon aufgewärmt werden. Und das erste habe ich nicht verstanden. Schutz wirkt nicht mehr. Wir haben auch keinen normalen Schutz mehr, sondern jetzt nur noch Superschutz. Hier sind auch nochmal ein paar Trainer. Ganz schön viele Trainer. Und was geht da hinten eigentlich ab? Das kann ich nicht sagen. Ein einziges Pokémon. Oh, da, das ist doch von Typ Unlicht, oder? Nicht Kampf, sondern jetzt Unlicht, weil ich dachte, das wäre Kampf. Machen wir nochmal einen Schaufler. Kopfnuss. Ja, Michelle hat wenig KP. Oh, ein Glück ist die Attacke daneben hier. Weil wir im Boden waren. Alter, normal effektiv und so viel Schaden. Also, vom Angriff her ist Michelle wirklich ein Monster, habe ich das Gefühl. Das ist sehr, sehr krass. Tankt aber nicht so viel. Vielleicht wäre es mal ganz gut, anderes Pokémon mal auf die einzusetzen, gerade wegen dem wenigen KP jetzt. Nico, komm du mal nach vorne. Die Zugbrücke wird hochgezogen, wenn Schiffe passieren wollen. Die Pokémon, die auf der Brücke eine Pause machen, fliegen dann sofort davon. So, dann ist da vorne noch ein Trainer. Nee, kein Trainer. Doch, ein Trainer. Wollte ich schon sagen. Er hat nämlich so komisch herumgeschaut. Okay, interessantes Pokémon, Maracamba. Der ist auf jeden Fall vom Typ Pflanze. Ob der noch einen anderen Typen hat, weiß ich nicht. Ich kenne dieses Pokémon so an sich nicht, außer dass wir das schon einmal gesehen haben oder so. Aber ja, bezüglich Typen habe ich da bisher nicht gewusst. Oder bisher noch nicht erfahren, besser gesagt. Ich muss halt immer noch bedenken, für mich ist fünfte Generation immer noch neu. Die Typen da erstmal einzubringen, ist für mich eine Kunst. So, Level 31 für Nico. Sehr! Okay. Das ist eine Attacke. Ich glaube, eine sehr starke Attacke. Ja, Stärke 100. Die setzt man ein und zwei Runden später erfolgt erster Angriff. Auch wenn das Pokémon, welches das eingesetzt hat, schon tot ist. Daher nehme ich diese Attacke auf jeden Fall gerne mit rein. Ja, ich möchte die erlernen. Daher ist die Frage, was kommt raus? Duplex Heap auf jeden Fall. Doch. Duplex Heap brauchen wir nicht. Wenn wir eine normale Attacke brauchen, können wir immer noch Jonas eure Nähe einsetzen. Mit Rückkehr. Schöne Attacke. Gefällt mir. Du bist unschlagbar, das gebe ich dir. E-Gitarre. Oh, Deko-Artikel, okay. Cool. Willst du mit deinem Pokémon eine E-Gitarre umschnallen? Dann auf ins Musiktheater. Das wird ein Spitzenauftritt. Ah, geil. So. Na gut, wir kämpfen ruhig mal weiter. Und schauen uns jetzt das hier mal an. Bei Pokémon-Kämpfen gibt es neben Siegen zwar auch Niederlagen. Das Wichtigste ist doch, dass man Spaß dabei hat. Mein Freund im Pokémon-Kämpfe immer viel zu ernst. Was für Arena-Ohren. Kannst du ja vielleicht gegen den verliebten Mann gewinnen. Bitte tritt an meiner Stelle gegen ihn an und mach ihn fertig. Verliebten Mann, okay. So, wen setze ich da ein? Bleib ich bei Nico? Ich bleibe erstmal bei Nico. Genau. Der hier im Motorrad oder was? Bin der verliebte Mann. In der Hoffnung, das Interesse meiner Angebieten zu wecken, habe ich den Reihumkampf eine neue Form des Pokémon-Kampfes gemeistert. Willst du wissen, worum es dabei geht? Hui, kommt hier jetzt etwa ein Reihumkampf dran? Ich weiß, was ein Reihumkampf ist. Beim Reihumkampf treten auf jeder Seite drei Pokémon an. Stimmt, ich habe jetzt auf Ja gedrückt. Mann, vorne steht eins und die anderen beiden stehen hinter ihm. Jede Runde kannst du die Pokémon durchwechseln, das ist der Clou daran. Also, soweit die Zusammenfassung zum Reihumkampf.
Und der verliebte Mann, Freunde nennen mich Charles. Als echter Trainer willst du den Reihumkampf sicher gleich ausprobieren, oder? Noch nicht? Weil jetzt möchte ich doch noch mal kurz in Beute reinschauen und mal ein paar Tränke zücken. Da. Ein paar normale Tränke, zum Beispiel für Michelle mal 2 Stück. Für Jonas ein. Da ist jetzt die Frage, mit wem greife ich denn an? Wir haben 4 Pokémon. Also 4 Teammitglieder halt. Und wir könnten theoretisch mit Nico. Na, Michelle eignet sich nicht so sehr, weil ihre Attacke alle trifft. Was ich weiß. Nehmen wir mal Nico. Und noch René. Also Nico, Jonas, René. So. Ja, du bist vorsichtig. Das ist gut. Aber ich bin der verliebte Mann. Freundin nennt mich Charles. Ich kann nichts anderes als Vollgas geben. Stimmt, wir kämpfen. Das ist ja nur einer, gegen den wir kämpfen. Stimmt. Okay, ich bin sehr gespannt. Ich habe das ist lange her, seitdem ich meinen letzten Reihe-Umkampf hatte. Letztes Mal, als ich halt Pokémon X gezockt habe damals. Und das ist wirklich schon ein bisschen länger her. Wir kämpfen erstmal gegen Simvolara. So, wir haben Jonas, René und Nico. Simvolara. Okay, da ist Nico am besten. Jonas oder René einzusetzen, wäre einfach zu riskant. Allerdings kann es sein, dass er halt auch wechselt, aber er hat keinen, der irgendwas anrichten könnte. Jetzt ist die Frage, mit was greifen wir an? Wir greifen mit Finte an. Ich glaube, ja genau, Simvolara ist vom Typ Psycho, also Psycho macht dementsprechend keinen Sinn. Okay, es kommt ein Flug-Pokémon anscheinend. Flugkörper wird eingesetzt. Man kann das halt nicht vorhersehen. Bitte, ich erkläre euch mal kurz den Reihumkampf. Ich könnte jetzt sagen, ich wechsle jetzt zu René. Oder zu Jonas. Dann wechsle ich und greife erst danach an. Mit demjenigen. Genauso wie er das gemacht hat. Er kann nicht voraussehen, zu wen ich dann wechsle, aber ich kann auch nicht voraussehen, zu wen er wechselt. So. Jetzt ist die Frage natürlich zu, wie kann ich wechseln? Da. Okay. Wir könnten zu Jonas wechseln. Oder zu René. René setzt mal Rückkehr ein. Egal wer da jetzt eingesetzt wird. Okay, dieses Pokémon. Das macht dann aber nicht viel Schaden. Okay. Es ist kompliziert. Aber er hat halt auch nicht so viel Schaden gemacht. Ich setze jetzt so darauf, dass er bei diesem Pokémon bleibt. Und ich mit Jonas Grassmix einsetzen kann. Weil er ist vom Typ Wassergestein. Bedeutet 4-fach Schwäche gegen Ganzer. Und er bleibt dabei. Sehr schön. Dann ist einer schon mal weg. Ja, da kann ich auch mal kurz sagen, dieses Galapafloss, das war das Teammitglied, was wir uns in der Eingangspassage fangen wollten. Nur das hätte man als Fossil bekommen und halt nur durch Gewinne und halt auch eher unwahrscheinlich. Daher, ja, habe ich es letztendlich nicht genommen. So, ich wechsle jetzt mal kurz zu Michelle, weil sie kann jetzt doch noch ein bisschen mit Felsgrab was anfangen. Okay, das ist sehr, sehr... Nicht Felskopf, sondern Steinhagel. Das ist aber riskant. Oh nein, er greift zuerst an. Ich glaube, Michael ist down. Ja, schade. Schade. Ja gut, dann kommt Jonas wieder. Das war unsinnig. So, dann... Kann nicht bei Jonas bleiben. Also bei Jonas kann ich nicht bleiben. Nico hat aber auch schon ordentlich Schaden genommen. Aber vielleicht können wir da mal... mit einem Psychoschock arbeiten. Okay, was ist das? Okay. Weiß nicht, was das macht. Auf jeden Fall können wir angreifen und das macht sehr, sehr viel Schaden. Wunderbar. Hat das ein bisschen Angst, dass zu Simvolara gewechselt wird? Aber ein Glück nicht. Jetzt zu Simvolara. Da versuche ich mal Finte nochmal einzusetzen. Er setzt Lichtschild ein.
Das ist eigentlich ganz schön klug, weil Nico ja speziell angreift. Obwohl, es findet ja auch speziell. Ja. Scheint so, weil wir machen kaum Schaden. Aber jetzt so zu René oder Jonas zu wechseln. Zu René könnte ich noch wechseln. Er hat noch viele KP. Dann Rückkehr. René. Weil Rückkehr macht ordentlich Schaden. Und das reicht sogar, weil es ein Volltreffer war. Wunderbar. Interessanter Reihumkampf. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Leider ist Michelle down gegangen, aber ich werde offscreen zum Pokécenter zurückrennen und mal die Pokémon heilen. Dass wir im nächsten Part weiter durchstarten können. Jetzt hast du es mir aber gezeigt. Ich dachte, ich könnte dir was beibringen. Aber das Gegenteil war der Fall. Du hast eindeutig großes Potenzial. Beim Reihumkampf kann man nur gewinnen, wenn man seine Pokémon genau versteht. Jo. Ich bin der verliebte Mann. Freunde nennen mich Charles. Ich bin ein Mann voller Laster. Wenn ich auf mein Motorrad steige und mir der Wind ins Gesicht bläst, bin ich voll in meinem Element. Du warst fantastisch. Und Charles auch. Also für seine Verhältnisse. Mein Pokémon, gut. Liebe. Ja, geil. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Euch noch einen schönen Tag und bye bye.